So, willkommen zurück. Wir haben uns gerade eine kleine Pause gegönnt von... Also ich und Edward. Diesen ganzen Seegehechte. Alter, das Schiff sieht da richtig kacke aus gerade. Seegefechte meine ich natürlich. Captain hat das Ruder. Gib mir etwas wahr. Boah, ey, Alter. Top! Ram! Nachsegel! Jetzt steht der da, jetzt stehen diese scheiß... Scheiß Royal Navy. Verpiss dich aus Kingston. Sir, von Steuerbord! Frachtgut von deinem Wrack, Captain! Kann dieser Kackschoner sich mal entscheiden, wo er durchsegeln will? Als Buckelwal. Schon wieder zwei Piratenjäger im Arsch. Perfekt. Oh, endlich aus dem Sperrgebiet raus, ey. Alter, Buckelwal. Pickelwal. Ich gehe jetzt nicht auf Waljagd, weil sonst kommen wieder Shit-Kommentare. Kingston, akzeptieren. Oh, herrlich, Leute. Ich habe wieder mal Zeit zum Aufnehmen. Hafenmeister, und es ist kein Zwang, wenn ich es machen muss. Hafenmeister oder... Ja, toll. Schönes Städtchen. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? In Kingston. Taverne. Och, Alter, 6 Assassinenaufträge. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Wie soll ich denn die alle machen? Und Aussichtspunkt. Fuck. Und ein Templerauftrag. Und. Leute. Wie soll das funktionieren hier? Ich halte euch den Rücken frei. Naja. Nun gut. Erstmal Aussichtspunkt machen. Weil sonst ist hier kacke. Wie groß diese scheiß Welt ist, ey. Na gut, Havanna wäre ja auch schon groß, aber... Alter, Kingston. Das ist ja noch... der Gipfel von der Scheiße. Also die Kirsche auf der... auf dem Hundehaufen oder sowas. So. Kommst du jetzt hier hoch, bitte? Hallo? Hallo? Dann kraxel halt hier rüber. Ist mir doch wurscht. So, hallo Kingston. Alter. Diese Bilder sind einfach atemberaubend. So. Jetzt zeig mir mal hier, was hier in der Nähe gleich los ist. Gar nichts. Aha, eine Truhe. Bla bla bla, Animus-Fragment, bla bla bla. Yeah, Manuskript. Geldgewinn gering. Ja, na gut, besser als gar nichts, ne? Also Schnellreise ist schon mal freigeschalten, das ist schon mal sehr gut. Dann eine Truhe, dann... ein Affe. Dann. Ach komm, ich hol mir zuerst mal das Manuskript. Ja, herrlich hier in Kingston. Oh, halt doch einfach die Fresse.
Ass, ein kleines Sperrgebiet. Ein kleines Sperrgebiet. Auch verflucht. Was willst du essen? Scheiß Offiziere. Immer viel Geld hast du dabei. So. Nächstes Ziel. Eine Truhe und dann gleich mal den Templer. Den Templer-Artrag. Auftrag, habe ich natürlich gesagt. Wie groß diese scheiß Kingsness. Wer dieses Spiel durchspielt, also wie ich am Anfang, wo ich eigentlich mich nur an die Storyline gehalten habe, der verpasst einfach was, weil es ist so groß, es ist so viel Liebe im Detail hier. Es ist einfach nur genial. So, zeigen wir mal hier Truhe. Ja, ich gehe schon, warte. Mach das auf die andere Weise. Hohoho. Fast 1000 Reales, Alter. Holy shit. So, ein Templer. Maroon der Assassine, Templerjagd. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Dann schuldet ihr mir was. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven, meint ihr? Brüder, Krieger, die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Schlüssel, bling bling. Kein Schlüssel, kein bling bling. Was soll denn der Kack? Oh, herrlich, ey. Kein Schlüssel und kein bling bling. Was soll denn das? Was soll das für ein Auftrag sein? So, scheiß Wachen. Stimmt dieser törichte Wayne. Drei Schiffe auf einmal. Er fordert Eier aus Eisen. Hey, und nur der Flottenpapagei kann davon berichten. Typisch Wayne, keine Zeugen. Trinken wir noch einen und denken so lange. Gibt's da einen aus? Ich bin arbeitslos. Was für eine Unterhaltung, jetzt noch eine oder was?
Ja, herrlich, belauschen. So, vielleicht kommen wir gleich an den nächsten Aussichtspunkt vorbei, wer weiß. Nein. Wir halten ihn ganz in der Nähe fest. Wozu denn? Ich weiß es nicht. Um ein Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Nein, du läufst jetzt nicht da. Hier bin ich nicht. Rede der Zweite. Schummelt hier nicht herum. Die Wände haben Ohren, denn ihr wisst, was ich mache. Verfolgt man uns? Wir müssen die anderen warnen. Fangen. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Assassinen, tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte, lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Sucht bei der Windmühle. Na, war das so schwer? Perfekt. Juhu. So. Oh, Kurier. Kurier, der bringt Bling Bling. Komm, hoch. Hoch! Du elender Mist, zack. Es ist ja Sauidiot so schnell. Na, komm schon. Der ist viel zu schnell. Das ist der grausame Captain Calloway. Oh. Bring mir Geld. Geld. Ich will Geld sehen. Ihr seid Calloway, der Pirat. Richtig. Pirat, lauf! Alter, geht dem mal langsam die Puste aus hier. Das ist der grausame Kat. Ich kenne euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Pirat! Pirat! Lauf! Oh, hat jetzt mal endlich ausgehoppelt. So, Schnauze tief. Jetzt gib mir mal Geld. Hoffentlich ist es viel. Was? Na gut. Wegen dem Idioten bin ich jetzt durch die halbe Stadt gerannt. Sorry. Ist immer von Vorteil, wenn man zuerst die Synchronisation macht und wenn man nachher weiß, wo die ganzen Truhen und so versteckt sind. Anstatt dass man aber wahllos dann durch die Gegend rennt. So wie ich jetzt.